Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute wollen wir die Nachbarschaft mal wieder erweitern. Diesmal ein rotes Häuschen. Wir wollen das Häuschen natürlich auch wieder innen drin einrichten. Wir machen es wieder Schritt für Schritt, alle möglichen Dinge. Die Haustür findest du natürlich wie immer einmal in der Timeline schon vorgemerkert. Oder du guckst mal hier kurz, ne, wie das natürlich hier heißt. Und dann kannst du da auch gleich mal hinklicken. Aber bevor wir natürlich das Häuschen einrichten können, müssen wir es bauen. Von daher Blöcke in die Hand. Auf geht's. Für unser schickes Einfamilienhäuschen holen wir uns noch ein bisschen grauen Beton raus, dann ein bisschen roten Beton. Die Farben kann man natürlich nie nach Belieben ändern. Dann holen wir uns ein bisschen glatte Quarzstufen, davon nochmal die Treppen, dann ein bisschen hellgrauer Beton holen wir uns da raus. Dann polierte Schwarzsteinziegel Treppen und Stufen, die werden wir dann fürs Dach nehmen. Und dann holen wir uns noch ein paar rote Niederziegel Treppen raus, die hängen natürlich dann auch mit der Wandfarbe von unserem Häuschen zusammen. Zu guter Letzt empfehle ich euch wie immer einfach mal türkise Glasscheiben. Man kann auch gerne schwarze nehmen, halt die Farbe, die einem am besten passt. Zuallererst geht es wie immer an den Grundriss los. Wir nehmen erstmal unseren grauen Beton und ziehen uns eine Gerade von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Blöcke erstmal gerade so lang. An den Seiten platzieren wir noch nach hinten weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke. So, auf der Vorderseite haben wir 17 Blöcke und an der Seite komplett 15 Blöcke. So, auf der anderen Seite ziehen wir dann auch nochmal 14 Blöcke hinten noch einmal ran. So, können wir auf die gleiche Länge ziehen, wie wir es ja natürlich jetzt schon auf der anderen Seite haben. Jetzt wollen wir das ein bisschen verbinden und gehen jetzt nach innen noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke, sodass wir hier 6 Blöcke haben. So, andere Seite können wir auch gerne nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke ranziehen, dass wir hier 6 Blöcke haben. Und dann jeweils hier an der Seite, zack, gehen wir nochmal eine vorne weg und ziehen das mal zur anderen Seite rüber. Sobald wir das geschafft haben, geht es jetzt schon los, dass wir uns den inneren Bereich vormarkieren für unsere Wände. Wir fangen erstmal am besten auf der Vorderseite an, beginnen hier an der Seite und von unserem Innenbereich zählen wir mal 1, 2, 3, 4. Ab dem 5. Block setzen wir uns hier 3 Blöcke einmal so nach innen. Andere Seite genau das gleiche Spiel. 1, 2, 3, 4. Und ab dem 5. setzen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke. Also ein mehr, als wir es auf der anderen Seite haben. So, ich würde mal sagen, hier auf der Seite bleiben wir noch ein bisschen. Ich lasse jetzt hier oben einfach mal einen Block zu Platz. Kann mir hier 3 so zur Seite hinziehen. Und hier beim ersten setze ich oben noch mal einen weiteren hin. So, eine Blockreihe Platz lassen. Und dann können wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hier wieder reinziehen. Sodass wir hier insgesamt 7 Blöcke haben. Dann wollen wir noch auf der anderen Seite uns noch 2 Markierungen machen. Wir gehen von dieser Strebe aus, lassen 2 Blöcke Platz und setzen so uns einen Winkel rein, der zur der anderen Seite zeigt hier. Dann lassen wir dazwischen 3 Blöcke Platz und setzen nochmal so einen kleinen Knubbel hin. Sobald wir das geschafft haben, können wir jetzt einmal zu unseren roten Beton wechseln oder jede andere Farbe, die dir natürlich gefällt fürs Haus. Und wollen jetzt erstmal den äußeren Bereich auf insgesamt 5 Blöcke hier einmal hochziehen. Sobald wir es geschafft haben, den äußeren Bereich auf 5 Blöcke hochzuziehen, wollen wir natürlich noch den inneren Bereich uns mitziehen, wo wir, sag ich mal, das jetzt aber für die Wände etwas niedriger bauen, und zwar auf insgesamt 4 Blöcke nur. Das heißt, ein Block weniger, als wir das schon haben, und können uns das hier einmal hochziehen. Sobald wir die Wände auf 4 Blöcke hochgezogen haben, können wir oben die Zwischenbereiche auch nochmal zumachen. Auf den, sag ich mal, kleinen Bereichen hier, wo wir nur eine Lücke haben, kommt ja später sowieso unsere Tür rein, von daher machen wir da definitiv was hin. Anders sieht es denn, sage ich mal, hier aus, wo wir, sage ich mal, diese Dreierflächen haben, die wir ein bisschen freier haben. Gut, hier haben wir Zweier. Kann man, wenn man möchte, gerne auch oben sich noch so einen Balken hinsetzen. Muss man nicht unbedingt, da kann man auch dann einfach die Decke sich langziehen. Also, das ist dann so Geschmackssache. Wollt ihr das oben zu haben oder offen haben, sucht es euch aus. So, ansonsten wollen wir jetzt schon mal uns die Decke reinziehen. Dabei schnappen wir mal unsere glatten Quarzstufen und können die einfach hier ab der 4. Ebene einfach komplett hier einmal glatt ranziehen. Das machen wir einfach in jeden Raum. Wir werden aber nicht komplett unten alles zuziehen, denn es gibt einen Bereich, den wir ein bisschen offen lassen. Und zwar, ich mache erstmal alles zu und dann zeige ich euch das. So, an sich sollte es so aussehen, wenn du, sag ich mal, alles zugezogen hast. Wir haben hier vorne diesen Bereich, das ist natürlich unser Flurbereich und da wollen wir noch die Treppe reinbasteln. Das heißt, ihr fliegt hier einfach mal zu der einen Ecke und schlagt hier nochmal so 4 Stufen weg, dass wir da dann später unsere Treppe nach oben machen können. Sobald wir das natürlich jetzt soweit haben, geht es jetzt daran, dass wir unseren roten Beton nehmen und uns jetzt hier oben alles vormarkieren für die nächste Etage. Wir fangen am besten auch da an, wo wir, sag ich mal, das jetzt freigehauen haben für unsere Treppe. Wir fangen jetzt, wenn wir von vorne gucken, einfach auf der linken Seite an und setzen uns jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin und auf der rechten Seite davon einfach nur 1, 2, 3, 4 Blöcke. So, ab denen gehe ich noch einmal zur Seite weg, lasse mir einen Block frei, setze mir wieder einen hin und gehe jetzt 1, 2, 3, 4 Blöcke nach vorne
Und da würde ich einfach mal sagen, hier unten, wo wir diesen Träger haben, setze ich mir auch hier einfach zack meine Strebe hin. So, dann gehe ich mal von der anderen Seite ein bisschen weiter aus. Da lasse ich mir jetzt einen Block frei. Aber halt, nee, da setze ich mir einen Block hin. Also, wir hatten ja, sag ich mal, hier neben der Treppe diesen Fünfer gemacht. Da gehen wir eigentlich nur einen zur Seite weg. Einen oben freilassen, wieder einen hinsetzen. Also da machen wir dann so zwei hin. Und hier können wir dann einmal komplett zur Seite gehen. Denn hier wird später unser Bad entstehen. So, jetzt gehen wir es weiter an. Und zwar würde ich mal sagen, dass wir jetzt hier einen so schräg davon hinsetzen, einen freilassen. Dann setzen wir uns hier zwei hin. Den lassen wir frei und setzen hier nochmal einen hin. So, jetzt hier bei denen würde ich mal sagen, dass wir jetzt hier glatt einmal so nach vorne ziehen und sollten perfekt hier auf der Rückseite in der Mitte hinten ankommen. So, und das ist jetzt, sag ich mal, den Bereich, den wir hier haben. Den füllen wir jetzt einfach mal mit irgendeinem Boden aus. Ich nehme jetzt einfach mal beispielsweise hellgrauer Beton. Das kannst du dir natürlich auch unten schon mal, sag ich mal, in den Boden ziehen, um einen besseren Überblick zu haben. Du kannst das später ja alles austauschen durch deinen Teppich oder Parkett, was du dir, sag ich mal, unten noch platzieren möchtest. Aber erstmal nehmen wir es und ziehen uns hier einfach erstmal alles zu. Sobald wir die ganze Fläche ausgefüllt haben, sieht es natürlich erstmal wieder im Ende so aus. Jetzt geht es wieder weiter mit unserem roten Beton und wir ziehen jetzt einmal draußen komplett wieder auf unserer äußersten Ebene einfach noch eine weitere Betonreihe. Sobald wir das denn geschafft haben, das hier einmal ringsum zu ziehen, geht es jetzt weiter, dass wir schon so ein bisschen den Vorbau fürs Dach machen. Da machen wir einfach auf den großen zwei Seiten einfach wieder so ein kleines Pyramidendach, dass wir hier mal Schicht um Schicht einmal nach oben gehen. Diesmal erhalten wir einfach mal eine goldene Mitte. So, da haben wir die goldene Mitte. Und das machen wir nochmal auf der anderen Seite komplett. Auch einfach hier einfach unser Pyramidendach einfach mal raufsetzen. Sobald wir hier dann auch einfach mal unsere Pyramide raufgesetzt haben, gehen wir mal auf die Rückseite, denn hier wollen wir etwas anders machen. Und zwar setzen wir jetzt hier noch 1, 2, 3 weitere Blöcke rauf, auf der anderen Seite auch. Dann könnt ihr die oberste Schicht hier schon einmal mal verbinden. Und die Mitte können wir auch gleich mal wegmachen, also einmal zuziehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier noch zwei runter, weil das werden später sowieso Fenster werden. Von daher können wir das gleich mal freihauen. So, danach wollen wir hier drauf einfach auch ganz normal so ein kleines Pyramidendach einmal raufsetzen und kriegen hier auch wieder eine schöne goldene Mitte. Jetzt wollen wir das noch einmal so ein bisschen nach hinten überstehen lassen. Da könnt ihr ruhig hier einmal zack den Beton einmal so nach hinten und dann machen wir hier wie so eine kleine Treppe das so einfach mal nach hinten weg. Ne, auf beiden Seiten. So, sobald wir das denn jetzt geschafft haben, wollen wir jetzt, bevor wir das Dach aufsetzen, erstmal noch die Wände hier innen drin hochziehen. So, und da ist dann wieder eins zu beachten, und zwar, wenn wir hier außen sind, dass wir das nicht höher machen, als wir jetzt hier unsere Pyramide haben. Das heißt, hier habe ich das auf 2. Also hier habe ich es auf 2, also mache ich es auch nicht höher, ist hier auf 2. Ne, das ist dann auch, wenn ihr jetzt hier weiter nach innen geht, ne, können wir es nicht auf 2 machen, sondern können das jetzt schon auf 3 machen. Ne, so wie es ja draußen ist, können wir es machen. Und das Höchste, was wir jetzt hier wieder nehmen, ist eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke. Ne, das ist das gleiche Maß, wie wir das unten haben. Sobald wir unsere Wände hier auf 4 Blöcke hochgezogen haben, können wir auch wieder hier überall oben einmal so eine Verbindung machen, dass wir hier höchstens so 3 Blöcke Platz haben. Das machen wir überall. Musst ihr nicht unbedingt jetzt hier machen, wo wir dann später die Treppe uns machen. Da könnt ihr das oben offen lassen. So, aber überall anders würde ich sagen, setzen wir dann noch einfach mal einen Block dazwischen. Okay, sobald wir das jetzt haben, geht es jetzt daran, dass wir auch noch gleich die Decke reinziehen. So, ich würde mal sagen, ja, ich glaube, ihr kennt das Prinzip. Also wir fangen seitlich an seiner Seite an, dass wir erstmal hier unsere Treppen hinsetzen. Ne? Mal wo, sage ich mir, jeder Block ist, zack, Treppe hin. Das machen wir so lange, bis wir zur vierten Ebene kommen, weil ab der vierten Ebene könnt ihr dann einfach hier ganz normal eure Stufen wieder hier lang ziehen. Sobald wir es natürlich jetzt hier beim ersten Zimmer geschafft haben, sind die anderen natürlich auch ganz simpel zu machen. Ne, wir fangen hier an, geht es erstmal los mit Treppen. Gut, jetzt hier, wo wir, sag ich mal, diese Treppe so nach oben gemacht haben, würde ich euch empfehlen, einfach so die letzte Treppe so anzuecken, dass wir noch ein bisschen was sehen hier von Beton. Ne, dass es einfach sich hier so ein bisschen anschmiegelt. Ne, ihr seht das hier, wie ich das meine. Zack, wunderbar. Machen wir auch hier nochmal. So, perfekt. So, den Rest können wir dann hier ausführen mit unseren Stufen. Und auch auf der anderen Seite lassen wir einfach so die Treppen hier so ein bisschen anecken. Ich finde, das passt ganz gut, das kann man ruhig machen. So, als wenn wir das ganz stumpf, ups, so ganz stumpf einfach so nach vorne machen. Finde ich nicht so schön, als wenn wir die hier so ein bisschen anecken, weil dann kommt sich noch ein bisschen der Beton hervor. Ne? Das sieht doch schick aus. So, dann haben wir das Zimmer auch fertig. Hier beim anderen habe ich mir auch schon die Stufen hingemacht. Fehlen natürlich nur noch die Treppen, die ich mir hier einfach nochmal rüberziehe. So, und dann haben wir hier auch, sag ich mal, die Decke reingezogen. Sieht doch schick aus. Wir machen ja noch im Nachhinein ja dann die ganzen Fenster rein. Aber erstmal können wir hier alles schön zuziehen. Auch die Mitte hier oben im zweiten Flur können wir dann erstmal komplett zumachen. Man kann sich auch gerne jetzt bei diesem Haus auch noch einen Dachboden basteln. Da geht ihr dann, wenn ihr das machen wollt, obwohl, warte mal, wir machen erstmal hier das noch zu, hier bei dem Treppenaufgang. So, erstmal zumachen. So, dann haben wir jetzt einmal unser schön, ja, unsere zweite Etage hier jetzt einfach mal schön mit den Stufen hier alle zugemacht und Treppen. So, jetzt kommen wir nochmal dazu, wenn ihr euch, sag ich mal,
euch einen Dachboden basteln wollt. Da geht ihr hier einfach mal vom Flur aus. Ihr sucht euch mal hier die Mitte. Die Mitte ist schön hier so markiert, ne? Das sehen wir ja. Dann würde ich einfach mal sagen, dass wir hier so einen Block Platz hast und dann schlagen wir uns hier so einen Dreier rein. So, dann nehme ich mir nochmal meinen roten Beton und richte mich jetzt, sag ich mal, von diesen Blöcken hier aus, die ich jetzt hier habe. Da würde ich einfach mal sagen, dass ich mir hier an sich, sagen wir mal, 5 Blöcke mache. So mache ich hier auch 5 Blöcke. Und dann mache ich mir das so ein bisschen, muss ich mal gucken, geht das hier? Ja, guck mal, dann machen wir das so, wie wir es jetzt draußen schon haben, so zu pyramidenmäßig. Ihr könnt das auch gerne noch zu den Seiten ein bisschen machen, wenn ihr einen größeren Dachboden euch machen wollt. Das ist kein Problem, das kann man gerne machen. Na, aber ich denke mal, so ein kleiner Dachboden, der würde auch schon völlig reichen, wo ihr so ein bisschen was verstauen könnt. Ja, wenn euch das denn reicht, würde ich einfach dann noch an den Seiten einfach hier, zack, mir noch meine Betonblöcke machen. Obwohl, wir könnten es auch ein bisschen erweitern. So, erweitern wir es mal. Wenn ich mir das so überlege, könnten wir theoretisch auch das alles noch einmal nach draußen setzen, sodass wir ein bisschen mehr Platz haben. So, das ist nicht so wild, das kann man gerne machen. So, und dann passen wir es genauso an, wie wir es da haben. Also noch eine verbesserte Verstärkung. Jetzt fragt sich der eine oder andere, warum ich nicht diesen kompletten Bereich hier nehme als Dachboden und mir das halt ein bisschen kleiner mache. Das ist einfach nur, wenn wir jetzt innen drin den Dachboden noch verkleinern, ist er ein bisschen eng. Und wenn man den, sage ich mal, sich ein bisschen zu lang macht, dann sieht das ein bisschen doof aus. Von daher finde ich es eigentlich gar nicht mehr so schlecht, wenn man sich den ein bisschen verkürzt, wirkt dann ein bisschen besser. So, jetzt wollen wir den Dachboden natürlich auch noch verkleiden. Das heißt einfach mal, ihr nehmt auch hier wieder eure Treppen, fangt an der Seite an, könnt euch die hier wieder so lang ziehen. So, einfach die Treppen hier schön oben lang. Und ganz oben würde ich einfach sagen, da setzt man einfach nur so eine Stufe hin. Könnt ihr auch gerne, wenn ihr wollt, einen Block euch platzieren. Ne? Stufe oder Block, das ist euch ganz selbst überlassen. So, und dann haben wir auch hier noch so einen Dachboden und so ein bisschen reingebastelt. Jetzt können wir mal kurz nochmal reinfliegen. Und zwar möchte ich jetzt natürlich noch den Boden ändern. Da kannst du an sich jede Art von Stufe nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal Fichtenstufen, die ich mir hier nochmal platziere. Sieht immer ein bisschen besser aus, als wenn wir das natürlich jetzt so lassen mit diesen rot-weißen. Nee, da setzen wir lieber noch irgendeine Stufenart hin. So platzieren wir uns. Und ihr seht, wir können auch noch hier im Dachboden stehen. Das finde ich ganz schick. Wie man sich natürlich jetzt, sage ich mal, das hier zumacht oder wie man hier runterkommt, das zeige ich euch dann bei der Haustour. Ne? Aber ich lasse das erstmal offen und dann fliegen wir einmal raus aus der Hütte. So, ups, ich mache das hier nochmal zu. Weil jetzt wollen wir erstmal, bevor wir überhaupt noch zu einem anderen kommen, das Dach aufsetzen. Das heißt, wir nehmen mal unsere schwarzen Treppen, fangen jetzt erstmal beim Einfachen an und zwar einfach jetzt hier nur bei diesem großen Dach hier, dass wir erstmal an der Seite anfangen. Und hier uns da einfach wie so pyramidenmäßig, ihr kennt das Spiel, unsere Treppen hier einmal raufsetzen. Ganz oben kommt natürlich die Stufe hin und runter geht's auch wieder mit den Treppen. Und ihr kennt mich, wir wollen natürlich das Dach auch so machen, dass es natürlich schick aussieht. Von daher lassen wir es wie immer einmal überstehen. So, die Stufe natürlich auch. Und dabei belassen wir es natürlich nicht, wenn wir es einmal überstehen gelassen haben, denn wir wollen es auch nochmal verstärken. Von daher nehmt euch die Treppen und setzt sie noch einmal hier drunter. Auch oben in der Mitte könnt ihr gerne eine umgedrehte Treppe machen. Sieht immer besser aus, als wenn ihr da eine Stufe hinmacht. Also meine Empfehlung, definitiv eine umgedrehte Treppe. Dann wollen wir natürlich noch das Dach einmal zur anderen Seite ziehen und dann natürlich das gleiche Spiel nochmal machen. Sobald wir natürlich jetzt unser Dach auf beiden Seiten so lang gezogen haben, wir können auch gerne schon die Vorderseite komplett miteinander verbinden. Auf der Rückseite empfehle ich euch das noch nicht. Da lasst euch noch ein bisschen was frei, denn wir wollen ja hinten ja auch noch das Dach einmal raufsetzen. So, da ist eigentlich genau das gleiche Spiel, dass wir natürlich hier seitlich erstmal unsere Treppe machen. Und ihr seht dann gleich hier, wir können das hier perfekt mit dem anderen Dach dann so verschmelzen lassen. So, ihr seht das, ne? Einfach so miteinander verbinden und nach vorne ziehen. Und das machen wir hier auch wieder einfach Schicht für Schicht. Wir verbinden das gleiche mit dem anderen Dach und setzen das nach vorne. Ne? Das ist relativ simpel, das kann man so machen. Man kann auch gleich schon im vornherein hier das schon so ein bisschen treppenartig so, zack, hier so ein bisschen versetzen. Ist dann natürlich, ein bisschen einfacher, sich das hier schnell lang zu ziehen. Sobald wir das haben, fehlt oben natürlich nur noch die eine Stufenreihe. Und dann wollen wir das hier uns auch gleich noch einmal verstärken. Das heißt, Treppen nochmal darunter setzen. Und fertig. Ups, da haben wir die eine Seite, na, nicht so ganz weit gezogen. So müssen ja auch nochmal. Wunderbar. Okay, sobald wir das jetzt hier haben, sind wir immer noch nicht fertig mit dem Dach. Denn es gibt noch so eine kleine Verstärkung. Das kommt jetzt darauf an, wie du dir, sag ich mal, deine, ja, wie dein Haus angemalt ist. Wenn es rot ist, empfehle ich die Nerit-Ziegeltreppen. Wenn es weiß ist, musst du denn Quarztreppen nehmen. Und wenn es irgendeine andere Farbe hat, dann bin ich überfragt, aber irgendwie kann man das schon rummixen. Man muss es nicht unbedingt machen, aber ich finde das schon ein bisschen besser. Und zwar stützen wir das Dach normal ab. Und zwar setze ich jetzt hier oben in der Mitte mir so eine rote Treppe rein. Dann gehe ich zur Seite und zähle mal 1, 2, 3 Treppen. Setze mir dann hier wieder einen rein und dann wieder 1, 2, 3. Ups, jetzt warte mal, jetzt irgendwie habe ich einen Fehler drin. Warte mal, so. Bap, 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 bap. So, ich habe nochmal auf der anderen Seite gemacht meinen Fehler. So, also den habe ich jetzt korrigiert. So, ich mache hier das nochmal weg. So, am besten wäre nicht, dass man oben anfängt, sondern unten. Und zwar, wir lassen die erste Treppe Platz. Ab der zweiten setzen wir diese Verstärkung hin. Dann lassen wir 1, 2 Treppen Platz und wieder die hin. Und dann wieder 1, 2 Treppen und da oben sind wir.
Genau, so passt das. Ja, das machen wir nicht nur auf einer Seite, sondern auf beiden Seiten wollen wir das machen. Also, erste Treppe in Ruhe lassen. Hier dann Verstärkung hin. Dann zwei Treppen weiter nach oben. Ab der dritten zack wieder hin. Und oben in der Mitte geht es dann perfekt auf. So, dann machen wir natürlich hier noch einmal runter. So, können das nochmal kontrollieren. Perfekt. So, jetzt kann man, wenn man möchte, es gerne auch mal auf der Rückseite machen. Aber das ist eigentlich ein kleines Dach. Da weiß ich nicht, ob jetzt so eine Verstärkung angebracht ist. Aber würde ich sonst auch nochmal hier einfach mir nochmal so drei Treppen so ein bisschen setzen. Kann man machen, muss man nicht machen. Aber ich finde das nicht schlecht. So, jetzt fehlt natürlich nur noch unsere ganzen Fenster. Wir haben ja schon zwei auf der Rückseite fertig. Na, da kann man ja auch gleich schon mal die Glasscheiben reinsetzen, wenn man möchte. Das kann man ja gleich mal machen. So. Aber wir wollen jetzt natürlich noch ein paar mehr setzen. Und da würde ich einfach mal sagen, fangen wir ganz typisch auf der Vorderseite an. Und da geht es jetzt erstmal einfach, ich fange jetzt einfach mal auf der linken Seite an, dass ich mir unten eine Blockreihe lasse. An der Seite würde ich mal zwei Blöcke Platz lassen und setze mir hier so ein 2x2 Fenster rein. Ja, und heute setzen wir auch gleich schon mal die Glasscheiben hinterher. So, dann lasse ich mir wieder zwei Blöcke Platz, schlag mir zwei frei und mache die jetzt hier auf eine Zweierbreite und Dreierhöhe, die ich mir hier einfach mal so lang ziehen kann. Dann lasse ich mir einen Block Platz und schlag mir hier wieder so ein 2x3 Fenster rein. Das lasse ich mir offen, weil das ist kein Fenster, das wird später die Haustür werden. So, dann lasse ich mir wieder zwei Blöcke Platz und schlag mir hier wieder so ein 2x2 Fenster einfach mal rein. So, das setzen wir auch gleich hier wieder die Glasscheiben rein. Danach biegen wir mal hier zur Seite ab. Da lasse ich mir jetzt an der Seite 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz, schlag mir wieder so ein 2x2 Fenster rein, lasse mir dann so etwa 3 Blöcke Platz und schlag mir wieder so ein 2x2 Fenster rein. Und sollten wir hier auch noch perfekt 4 Blöcke haben. So, schickele. Und das machen wir nochmal auf der anderen Seite. Also wir fliegen jetzt mal nochmal komplett auf die andere Seite der Hausseite. Aber hier machen wir ein bisschen was anders. Und zwar, wir lassen erstmal wieder 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Ich würde mal diesmal 5 Blöcke Platz lassen. Mir dann hier einfach mal so ein Zweier freihauen. Denn ihr seht, wir haben hier innen drin schon die Wände gemacht. Und das ist, sag ich mal, so eine kleine Abstellkammer. Da mache ich mir ein Fenster hin. Ihr könnt auch das gerne versetzen und das weiter hier vorne hinsetzen, wenn ihr wollt. Na, das ist dann so Spielerei. Ansonsten lassen wir davon dann wieder so 3 Blöcke Platz und schlagen uns hier so ein 2x2 Fenster rein. So, dass wir hier wieder unsere Fenster haben und dann hier auch wieder 4 Blöcke Platz haben. Na, dann passt das. So, jetzt biegen wir mal zur Rückseite ab. Hier möchte ich mir auch noch wieder ein paar Fenster hinmachen. Da lasse ich mir, würde ich mal sagen, an der Seite 2 Blöcke Platz. Schlag mir dann hier so ein 2x3 Fenster mal weg. Da kann man auch gerne ein 2x2 Fenster machen. Kommt immer darauf an, was ihr da schöner findet. Aber ansonsten 2 Blöcke an der Seite Platz lassen. Na, und dann setzen wir unser 2x3 Fenster einfach mal rein. So, Glasscheiben rein. Super. Auf der Rückseite würde ich mir einfach mal an der Seite einen Block hier Platz lassen. Dann schlage ich mir 3 hier weg auf ein 3x3 Fenster. Das könnt ihr denn nehmen, um, sag ich mal, denn hinten in euren Garten einmal zu kommen. So wieder als Schiebetür, wenn ihr das machen wollt. Na? Und dann lasse ich mir einen Block hier frei und setze mir nochmal hier so eine Einerstrebe rein. So, von den Glasblöcken. Super. Ja, dann haben wir schon mal die Rückseite fertig. Die Seiten sind teilweise fertig, denn da wollen wir noch weitere Fenster machen. Wir richten uns gleich hier mal von diesen Zweier aus, den wir haben. Wir lassen mal darüber, würde ich mal sagen, 2 Blöcke Platz. Und dann schlagen wir uns ein 2x3er einfach mal hier rein. So, schönes Fenster können wir uns hier machen. Daneben dann wieder 3 Blöcke Platz lassen. Und auch wieder könnt ihr gerne das gleiche Fenster machen. Oder ihr macht euch da ein kleineres Fenster hin. Kommt immer darauf an, was ihr da macht. Bei mir ist hier, sage ich mal, ein Badezimmer. Ob man im Badezimmer so ein großes Fenster haben will, muss jeder selbst entscheiden. Ihr könnt es ja immer noch kleiner machen. Ne? Das ist ja kein Problem. Das kann man immer gerne machen. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Da wollen wir genauso nur zwei Fenster machen. Wir können hier unten mal gucken. 2 Blöcke Platz lassen und so ein 3x2 Fenster schlagt euch hier rein. Andere Seite hier, zack, genau das gleiche Spiel. Sobald wir dann hier unsere Glasscheiben alle einmal drin platziert haben, sind wir mit diesen ganzen Blöcken fertig und holen uns mal neue. Um das Haus jetzt abzuschließen, holen wir uns mal ein paar polierte Andesit-Stufen und Treppen raus, ein Trichter ist wieder mit dabei, steinzige Mauern, denn abgezogene Schwarzeichenholz, davon die Treppe wie Tür ist mit dabei. Und dann holen wir uns noch ein paar Steintreppen und Stufen raus. So, wir verwenden erstmal die Steintreppen und Stufen. Diese, also das Material könnt ihr euch natürlich aussuchen. Ich nehme das jetzt einfach mal, um mir meine Treppe nach oben zu machen. Und zwar hier drin, gleich an unserer Glasscheibe, setze ich mir eine Treppe hin, daran eine Stufe, nochmal eine Stufe davor. Und dann setze ich mir danach nur noch Treppen so nach oben. Das sollte dann perfekt aufgehen, dass wir hier so nach oben kommen. Zack, zack, zack. Schlagen einmal den Boden weg, Treppe hin und schon sind wir oben und ihr könnt euch das alles gerne einrichten. Natürlich wollen wir uns die Treppe auch nochmal verstärken. Das heißt, dahinter setzt ihr auch jeweils hier nochmal eine Treppe ran. Super, dann sind wir innen drin auch schon mal fertig. Jetzt kann man es natürlich schon anfangen einzurichten. Aber draußen wollen wir noch ein bisschen was machen. Und apropos draußen, wir wollen ja nicht, dass es hier zieht. Von daher machen wir jetzt mal die Tür rein. Einfach unsere Baumstämme hier zur Seite, Treppe oben hin und Tür einfach reinsetzen. So, jetzt wollen wir nochmal das Dach ein bisschen verkleiden. Da nehmen wir mal unsere polierten Andesit-Stufen und Treppen.
Erste Art, wir setzen hier einfach mal ein paar Stufen hin. Ne, andere Seite können wir auch hier einfach mal unsere Stufen mal darunter setzen. Einfach hier so zack, könnt ihr das glatt einmal ransetzen. Und dann auch hier machen wir einfach noch hier runter einfach ein paar weitere Stufen. So, andere Seite genau das gleiche Spiel. Danach können wir immer noch hier an den Seiten uns ein paar, also die Regenrinnen mit dem Regenrohr verbinden. Ne, dann nehmen wir einfach die Trichter, Mauern unten hin und fertig. Mache ich mir einfach mal hier auf beiden Seiten hinten so den Trichter oben hin. Wunderbar, dann haben wir schon mal die Rückseite. Das Spiel mache ich mir dann natürlich noch einmal auf der Vorderseite. Einfach hier komplett an den Seiten machen wir uns die Mauern hin und den Trichter oben hin. Man kann sie sich auch gerne noch versetzen, falls du es genau hier neben haben willst, kannst du es auch gerne machen. Aber mir gefällt das lieber, wenn ich mir das genau an der Seite, also dann genau hier an der Seite mache. So, dann setzen wir auch hier nochmal den Trichter hin. Super. So, jetzt könnte man schon sagen, wir sind fertig, aber ich möchte noch ein bisschen was mehr machen. Und zwar, ich nehme mir nochmal, ich muss mal gucken, was ich hier wegnehme, ich nehme mir nochmal meine schwarzen Treppen mal raus. Und zwar möchte ich mir noch so ein kleines Vordach machen vorne. Wir haben jetzt, sage ich mal, hier so eine schöne, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich hier auch so treffe. So, dann machen wir einfach mal, die Treppe will ich so haben. Einfach mal noch so einen kleinen, so ein bisschen was übersteht. Sag ich mal, wir haben hier die Haustür, da möchte ich das ein bisschen überstehen haben. Und dann würde ich das jetzt nicht nur auf eine Fünferlänge machen, da lasse ich das hier sogar noch ein bisschen mehr zu den Seiten überstehen. Darunter könnt ihr dann gerne auch nochmal Stufen euch setzen. Dann haben wir dieses Vordach so noch ein bisschen verstärkt. Ne, das ist, wenn wir jetzt natürlich vor der Haustür stehen, dass wir nicht immer nass geregnet werden. Da würde ich mal sagen, dass wir hier hinter nochmal diese Stufen dann einfach mal austauschen. Ja, dass wir die austauschen durch einfach noch ein paar Treppen. Weil das sieht doch ein bisschen besser aus. Ne? Das sieht so ein besser schöner Übergang vom Regenrohr. Ne? Und dann kann man auch machen, weil ja, sag ich mal, jetzt hier unsere Regenrinne ist, dass wir jetzt hier einfach mal, müssen wir mal gucken, so einen Trichter uns jetzt hier ranbasteln, der natürlich so mit der Verbindung nach hinten ist, den Knick. Und dann setzen wir hier nochmal das Rohr ran, so dass der dann natürlich, sag ich mal, da angeschlossen ist und das Regenwasser nach unten leitet. Ja, und dann haben wir dieses Häuschen fertig. Jetzt kann man es natürlich anfangen einzurichten. Und wie diese Tour aussieht, zeige ich dir jetzt. So, wir fangen ja auch gleich hier vorne in unserem Flur an, wenn wir natürlich hier reinkommen. Wie es draußen aussieht, zeige ich dir noch. So, bevor wir nach oben gehen, gucken wir uns erstmal unten einmal um. Ich würde mal sagen, wir gehen hier erstmal nach links. Da kommen wir einmal hier zu einem kleinen Wäscheraum. Hier kannst du deine Wäsche waschen, aufhängen, ne, falls draußen schlecht Wetter ist, hängst du innen drin auf, dass du trocknen kann, ne. Und hier machst du dich immer zurecht, ne, dass du, sage ich mal, nicht nur mit stinkender Wäsche rumläufst in Minecraft. Ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass ich so einen Wäscheraum gebaut habe in so ein Haus. Finde ich aber eine coole Idee, kann man immer gerne machen. So, dann gibt es hier noch so eine kleine Abstellkammer, was ich eigentlich ganz schick finde. Einfach so für Krimskrams, wenn man sich was im Haus, sag ich mal, nicht irgendwo in die Wohnung stellen will, stellst du es dann einfach hier erstmal rein, ne? Kann ja alles mögliche sein, zu Ender-Chests oder so, pipapo, ne? So, wir sind immer noch im Flurbereich jetzt. Jetzt können wir einmal hier zur rechten Seite gehen. Hier haben wir eine schöne offene Küche, ne, die, sag ich mal, in den Raum geht. Man kann sich natürlich die Wände und alles auch noch ein bisschen niedriger bauen oder auch komplett zu einer, sag ich mal, so wie drüben das haben, und dann machst du hier, sag ich mal, eine geschlossene Küche. Ne? Falls du das nicht möchtest, dass der ganze Essengeruch durch die Wohnung geht, kannst du sie auch gerne zumachen. Aber mir gefällt das dir so ein bisschen, von daher lasse ich mir das auf. Guck mal, man könnte auch hier oben noch, das fällt mir jetzt noch so auf, dass ich das hier nicht gemacht habe, noch ein paar Niederziegelstufen nehmen und das hier einfach noch mal ein bisschen, einfach oben noch hier so ein bisschen verkleiden. Sieht doch auch nicht schlecht aus. Kann man natürlich auch nur machen, wenn man die Hausfarbe in Rot hat. So, jetzt habe ich meine Uhr abgebaut. Oh, dann wissen wir gar nicht, wann Mittagszeit ist. Das können wir ja nicht machen. So, die Uhr kommt natürlich wieder hier hin. Ja, ansonsten darf ein Mülleimer natürlich in der Küche nicht fehlen für die Essensreste, ne, falls wir was haben. Eine Kaffeemaschine ist dabei, weiß ich, Blumenkohlkopf oder, keine Ahnung, ein bisschen Salat, ne. Rühreier sind dabei, ein Toaster, ne, Kühlschrank, alles mit drin, was man eigentlich so braucht für eine moderne Küche. Ja, davon kommen wir natürlich ins große Wohnzimmer wie Esszimmer. Und ihr seht auf einmal, hier sind ja so ein paar Eisengitter hier an den Seiten. Was soll denn das darstellen? Ja, das soll eine Heizung darstellen, falls ihr noch nie eine Heizung gesehen habt. Fast in jedem Haushalt gibt es eine Heizung und wenn nicht, dann freu dich auf den Winter. Ja, aber einfach so kann man sich mit zwei Eisengittern so eine schöne Heizung immer darstellen. Finde ich immer nicht schlecht, habe ich immer sehr selten bei Leuten gesehen im Haus, ne, dass man sich da eine Heizung mit reinbaut. Ja, ansonsten haben wir hier so einen kleinen Esstisch, ne, den kann man auch mal noch vergrößern, wenn man möchte, wenn man Gäste einlädt. Und dann haben wir hier auch noch ein Haustier, wo noch so ein kleiner Kratzbaum ist, mit einer Futterschüssel und einem Wassernapf. Ne? Das kann man ja alles, hier so ein bisschen basteln. Finde ich immer ganz, ganz schnieke, wenn man, noch für sein Haustier irgendwie so eine kleine Ecke baut. Ja, ansonsten haben wir hier auch noch so eine kleine Wohnzimmerecke, ne? Mit einer schönen fetten Couch. Ein Couchtisch mit dabei, ein Plasmafernseher ist mit bei und der ist wirklich ein Plasmafernseher. Ihr seht, der ist hier nur ganz dünn. Also ein richtig super Plasmafernseher. Der wird hier so ein bisschen gehalten hier von der Halterung. Finde ich immer eine neue Idee von mir.
Finde ich auch gar nicht mal so schlecht, das dann hier irgendwie mit so einem Regal einzubauen. Weil ich muss auch sagen, ich habe auch Plasmafernseher, der, sag ich mal, in so ein Regal mit eingebaut ist. Der, sag ich mal, so an der Wand hängt. Also ich finde das nicht schlecht, das kann man ruhig machen. Und warum nicht in Minecraft? Auch hier, sag ich mal, mit so einem Rüstungsständer einfach so ein Kopf noch so ein bisschen als Dekoration so platziert. Das hätte man auch überall hier machen können, aber einer reicht mir eigentlich völlig aus. Ja, dann sind wir unten erstmal fertig und wollen uns mal oben die Etage angucken. Dann nehmen wir natürlich hier einmal die tolle Treppe. Lup. So, bevor wir zum Dachboden kommen und alles, gucken wir uns erstmal um. Wir fangen jetzt einfach hier wieder zur linken Seite an. Hier kommen wir ins schöne Badezimmer einmal rein. So ganz schick mit einer fetten Badewanne. Hihi, kann man ein bisschen rumplanschen, wenn man möchte. Auch hier ist auch wieder eine Heizung verbaut. Und natürlich haben wir hier auch wieder eine schöne Toilette. Und unser Waschbecken ist natürlich auch noch mit bei. Dieses Haus habe ich eher mehr im Single-Stil gebaut. Also hier ist keine Familie eingezogen, sondern einer alleine. Und was macht wohl dieser alleine? Der macht natürlich, wir gehen mal in dieses Zimmer, natürlich YouTube. Ne, hier oder Game, der ist Profi-Gamer. Sagen wir Profi-Gamer. Ne, hat er seinen coolen PC hier mit Tastatur, drei Bildschirmen, wie es halt sich gehört. So ein bisschen Deko kann man machen, seine fette Boxenanlage. Und auch wieder hier, eine Heizung ist dabei. Und dann haben wir hier noch, weiß ich, vielleicht so eine Pappaufsteller oder sowas, was man sich natürlich auch so gerne in sein Gamer-Zimmer oder sowas stellen will. Ne? Finde ich gar nicht mal so schlecht hier, die Ecke. So, dann gehen wir mal weiter. Und zwar kommen wir jetzt zu dem Schlafzimmer. Genau. Auch wieder hier mit Heizung. Ne? Fast in jedem Zimmer, eigentlich in jedem Zimmer habe ich eine Heizung eingebaut. Ja, dass da überall halt immer schön warm ist, auch im Winter. So, dann haben wir hier das schöne Bett. Natürlich auch mit schicken, ja, Tischlampen, ne? Nachttischlampen, wenn man möchte. Kleiderschrank ist natürlich auch mit bei. Und wieder hier kann man so ein bisschen, ja, Deko machen, wenn man möchte, bevor man in den Garten gucken kann. So, gehen wir mal aus dem Schlafzimmer raus und gehen ins letzte Zimmer rein. Und wenn man, sag ich mal, hier so ein Einfamilienhaus machen könnte, könnte man ja hier auch ein Kinderzimmer machen. Aber wenn man alleine wohnt, kann man auch gerne so eine kleine, ja, Chill-Ecke machen, so eine Chill-Lounge. Ne? So ein Zimmer, wo man einfach entspannen kann, nimmt ein Buch, liest es ein bisschen. Auch wieder aus einer schönen, gemütlichen Couch. Und ihr kennt ja vielleicht auch, vielleicht habt ihr das ja selber auch, dass auf eurer Couch vielleicht Kuscheltiere oder irgendwelche Plüschtiere, sag ich mal, halt da noch platziert sind, so als Deko. Ne, dann kann man sich hier so irgendwelche Köpfe machen, ne, einfach so als Deko so ein bisschen. Und auch hier ist wieder eine Heizung. Ja, so eine J-Lounge finde ich auch gar nicht mal so schlecht, wenn man sich sowas bastelt, ist einfach ein Hingucker. So, jetzt kommen wir natürlich noch zur letzten Sache, und zwar zum Dachboden. Da habe ich einfach mir jetzt hier ein paar Eichenfalltüren genommen, natürlich noch eine Kette. Und sag ich mal, die Kette ist natürlich, damit man sich das runterziehen kann. Gut, jetzt habe ich jetzt hier nicht irgendwas mit meinem Kopierblock gemacht, so eine Animation irgendwie, dass sich das ausfährt. Von daher müsste man dann im Creative hochfliegen und dann könnte man hier noch seinen Dachboden machen. Natürlich sind ein paar Spinnnetze auf dem Dachboden und dann kann man hier noch ein bisschen Deko machen. Von Kisten, Werkbänken, Pipapo, ne, kannst ja alles so ein bisschen dekorieren und hast da auch einen Dachboden. Ich dachte mal, darauf lege ich mal wieder Wert, dass man sich auch halt wirklich einen Dachboden bauen kann. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, und hier kann man auch immer noch so tun, als ob das Lichtknöpfe sind. Ne? Also dann klickst du auf den Knopf und dann ist Licht aus oder so. Ne? Das kann man sich ja mit Command-Blöcken oder sowas ja auch noch basteln. Aber hier braucht man es nicht unbedingt. Ja, und dann sind wir eigentlich mit der Haustür auch schon fertig. Kommen natürlich noch zum Heiligtum und zwar den Garten. Ja, wir kommen natürlich hier durch unser Ess- und Wohnzimmer. Gleich hier mal zu unserer Schiebetür. Zack, machen wir auf und sind dann schon im Garten. Wir haben hier eine schöne Steinterrasse, die natürlich einen schönen Grill bietet, um Freunde, sag ich mal, zu verköstigen im Sommer. Oder auch im Winter können wir auch grillen natürlich. Dann haben wir natürlich noch eine schöne Sitzecke. Ne? Wenn man möchte, kann man sich hier gerne sowas machen. Man kann auch sich auch gerne liegen oder sowas hinbasteln. Ja, und ansonsten gibt es auch noch so eine schöne Idee für so Außenanlagen, also für diese Außenanlagenlichter. Ne? Dann nimmst du einfach Mauer, eine Laterne und fertig. Ja, und dann kann man sich hier hinten alles Mögliche noch machen, wie man möchte. So ein paar Büsche sich hinmachen, so extra so noch ein paar Gräser züchten, die dann, sage ich mal, hier so ein bisschen wild wuchern. Vielleicht machst du dir auch noch einen kleinen Gartenteich oder auch einen Pool. Aber ich fand, so einen Pool wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Also in den meisten Gärten sind ja, sage ich mal, sowieso in Deutschland eher mehr Teiche als wirklich Pools eingebaut. Und wenn ihr einen Pool habt, dann ist es meistens so ein Hinstellpool und nicht wirklich so ein eingebauter Pool. Wäre eigentlich auch eine coole Idee mal für einen Garten, wenn wir uns da so einen Pool bauen. Hm, vielleicht für die Zukunft. Ja, ansonsten haben wir hier auch noch so einen schönen kleinen Steinweg, der natürlich zu unserem Teich führt, falls wir die Fischlein natürlich noch füttern wollen. Ja, ansonsten auch wieder ein bisschen Grünzeug, was wir hier haben. Wir haben auch eine schöne Auffahrt, wo, sage ich mal, hier auch wieder so ein Steinweg von vorne bis nach hinten führt. Das heißt, wir können auch hier unsere Autos vielleicht so schräg ein bisschen parken. Darum habe ich hier so eine kleine Einbuchtung gemacht. Wir bauen ja irgendwann ja auch noch die Autos hin. Da weiß ich nur noch nicht genau, was für Autos ich machen will, denn ich denke mal, das ist ja mehr so, ja, ist jetzt nicht unbedingt so ein Villen für, das ist ja wirklich mehr so Otto-Normalverbraucher, die hier wohnen. Von daher müssen wir mal gucken, was wir da für Autos hinbauen wollen, aber das kommt noch alles. So,
Ansonsten kommen wir nochmal hier kurz zum Vorgarten, ne? Falls man sich den natürlich auch noch ein bisschen machen will. Da habe ich auch einfach hier so einen ganz normalen Steinweg mir gemacht mit unterschiedlichen Steinarten. Sieht immer ein bisschen schöner aus. Auch hier wieder ein bisschen Belichtung. Ja, dann kann man sich hier vorne natürlich auch noch ein Schild hinbasteln, wie in das Haus gehört. Und ansonsten kam ich noch auf die Idee, ihr könnt ja, sag ich mal, eure Regenrohre unten noch mit einem Blumentopf verbinden. Ne? Macht ihr einfach irgendwie so einen Blumentopf hin mit einem Pflänzchen und da geht dann immer das Wasser hin, wenn es geregnet hat. Finde ich logisch, weil dann brauchst du die draußen gar nicht mehr gießen. Brauchst du gar nicht mehr drauf achten. Ja, auch hier, sag ich mal, so ein bisschen gepflanzt nebenbei. Wenn es regnet, dann wird hier unten, sag ich mal, alles schön bewässert. Das passt. Auch hier, sag ich mal, an so einer Hausseite, wo ihr, sag ich mal, nicht euch so einen Steinweg oder eine Auffahrt macht, könnt ihr auch ein bisschen Grünzeug euch wieder platzieren, dass die Hauswand nicht so leer ist. Oder man nimmt auch hier noch so irgendwelche Blümchen und macht sich einfach eine Ecke, falls Mutti sich hier irgendwas gepflanzt hat, ne? Und natürlich habe ich auch mal mir einfach mal eine fettere Hecke hier gebastelt als im vorigen Haus, wo ich, sag ich mal, hier so eine schön gerade geschnittene Hecke habe, habe ich hier mehr eine wildwuchernde. Ne, so einen unterschiedlichen Stil kann man ja immer alles bauen. Ja, und das ist denn unser Häuschen in Rot. Die Farbe kann man natürlich ändern, wie man möchte. Ist auch wie immer auch bei jedem anderen Haus, was wir bauen. Da könnt ihr die Farbe immer selbst bestimmen. Aber ich wollte jetzt einfach mal diesen Kontrast machen, damit auch wirklich jeder, der, sag ich mal, immer meint, ich will ein Weißes haben, auch mal ein Rotes kriegt. Weil das sieht immer besser aus, als wenn man sich komplett sein Hausviertel macht und alles ist weiß. Nee, da achte ich jetzt in Zukunft ein bisschen besser drauf, dass wir das auch alles ein bisschen kunterbunt machen. Weil ich sag mal, in echten Vororten und so ist ja auch nicht jedes Haus weiß. Manche sind ja auch pink oder gelb oder hast nicht gesehen, ne? Wir sind wie immer am Ende angelangt. Das Häuschen steht. Jetzt musst du natürlich nur noch ein bisschen verfeinern. Natürlich den Gartenbereich machen, den Vorgartenbereich. Vielleicht richtest du dir das sogar noch ein. Ne, da kannst du ja alles Mögliche machen. Wände wieder ändern, Farbe ändern, pipapo. Ne, tob dich aus. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß natürlich jetzt beim Nachbauen und beim Einrichten. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.